So, hallo, wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. Ich bin Smatze und ich will überlegen, auf 18 Minuten Donny zu besuchen, beziehungsweise 19 Minuten, oder knapp 19 Minuten werden es wahrscheinlich sein. Ich werde es wahrscheinlich das doch dann mal auf etwas länger machen. Und zwar hätte ich gesagt, machen wir 5 Minuten. Haha, nein. Vielleicht jetzt mal 25 Minuten, wenn wir das schon machen. So. 25 Minuten machen wir noch. Jetzt gut, die erste Folge. Die Folge wird etwas länger wie 25 Minuten werden. Wird aber hoffentlich nicht so schlimm sein. Weil ich denke, 8 Minuten ist doch ein bisschen zu wenig eigentlich. Und es geht eigentlich viel zu schnell zu vorbei, um euch überhaupt was zu zeigen. Aber eigentlich schön, dass nicht bei den anderen Kuppeln da oben viel grün ist und da, wo eigentlich ein Weltwunder ist, nichts ist. So. Du kennst doch bestimmt alle das Getränk Karamels, oder? Kann es sein, dass es, wenn du es als Kind getrunken hast, besser schmeckt als jetzt als Erwachsene? Weil ich finde, dass das Karamels irgendwie keinen richtigen Geschmack mehr hat eigentlich. Oder ist es allgemein so komisch? Und was zum Teufel war das Lauffeuer schon wieder? Endemisch! Das Lauffeuer-Virus breitet sich mit erschreckendem Tempo auf der Erde aus und bedroht die Menschen auf dem gesamten Globus. Ja, super. Ich schicke nichts zurück. Die düstere Prognose lautet, dass bald die gesamte Bevölkerung des Planeten infiziert sein wird. Nett. Wissenschaftler auf der Erde versuchen verzweifelt eine Lösung zu finden, bis jetzt jedoch leider vergebens. Die Virulenz des lokalen Erregerstamms ist so hoch, dass sogar der Transport und die Untersuchung von infiziertem Material einem Todesurteil gleichkommt. Da die Größe des Erregers im nahen Bereich liegt, kann er nur sehr schwer isoliert werden. Biologische Filter können ihn nicht effektiv aufhalten, was eine große Bedrohung für die Labore darstellt, die ihn erforschen wollen. Die einzige Möglichkeit ist, den ursprünglichen Erregerstamm zu untersuchen. Jeden auf dem Mars, wenn wir ein Heilmittel finden wollen. Uns läuft die Zeit davon. In der Zwischenzeit herrscht in den Ländern der dritten Welt Panik. Das Lauffeuer hat sich dort auf die ärmsten Gebiete ausgebreitet. Flüchtlingswellen aus den betroffenen Regionen werden einfach ignoriert und bei vielen Bergbaubetrieben wurde die Arbeit eingestellt. Der Hunger nach Ressourcen zeigt erste Auswirkungen auf die Wirtschaft. Deshalb gibt es unzählige Importanfragen an den Mars. Es herrscht Infektionsstufe endemisch. Die Exportpreise sind für die nächsten 15 Jahre erhöht, da die Wirtschaft der Industrieländer den Hunger nach Ressourcen verspürt. Schlechte Neuigkeiten, wir müssen uns beeilen. Ich würde? Wirklich? Aber ich habe keine Ahnung, wie das machen soll, wenn ich nichts da habe zum Erforschen. Oder irre mich da. Da ist nichts. Nichts da. Normalerweise sind wir da unten nach dem eigentlich dran. Aber da ist nichts. Da oben? Nee. Oben auch nichts. Asking why I'm drinking so slow, but I don't wanna be fucked up and lose it all. Gave you a call but got no answer. Now that's all I'm thinking of, and I'm stuck feeling numb. Ich weiß nicht, soll ich die Rakete wegschicken? Komm einmal, wir haben jetzt 660 EM bekommen. Werden wir mal schauen, was wir so bekommen werden. Oh, wir haben ja fast 100%.
bin überlegen, ob ich das bei 100% jetzt nicht abschalte. Ja, um einiges. Okay, Raketen werden hochgeschickt. Nichts mehr mit warten. Die Raketen werden alle hochgeschickt. Alles was wird hoch. Ist schon einiges. Das sind 1000. Das ist fast das ist sogar das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Hey. Ich weiß, was wir jetzt hier machen werden. Los. Ja, ich weiß, was wir machen werden. Nachschub werden wir uns jetzt nochmal holen und dann werden wir uns mal. Was? Junge, haben wir viele Drohnen. Schnellschild starten, Expedition aussenden. Der Rakete, die diese Mission gezogen worden wurde, geht verloren. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ah, der nächste hat bekommen. Nee, der hat nichts abbekommen. Ja, ist blöd. Du bist derjenige. Ja. 5 Drohnen abpacken und 1, 2, 3. Oder warte, das Ding mit ein bisschen zupacken hiermit. Wenn ich das mal kriege, ja. So. Passt, 12, das ist immer noch zu viel, aber passt. Oder wie viel haben die anderen? Gucken. 20, das heißt noch eine Rakete. Noch eine Nachschubkapsel mit Drohnen. Nicht funktionierende Gebäude, wo kommen wir die denn? Ja, das ist mir schon klar, dass sie nicht funktionieren. Das ist mir schon klar. So, haben wir es dann? Ja, es geht doch was. Doch. Aber das sieht doch schick aus hier, oder? Das da. Hauptsache, da wo das steht, ist nix. Und da oben wirkt sie auch schon ein bisschen. Da. Gut, da kommen auch noch welche, ne? Wenn wir jetzt den hier bis heute herfahren, hier hin. Wie weit reicht denn das? Würde ich nur wahrscheinlich finden. Ja, komm schon. Bis dahin. Nein, wir müssen das anders machen. Das müssen wir doch wirklich anders machen. Wir kommen her und setzen. Ich muss da ein extra eins hinmachen, weil das nichts anderes bringt nichts. So, dann brauchen wir hier allerdings noch mal einen Strom, schätze ich mal.
Nein, es ist jetzt umgefahren. Das hört ein bisschen was. Shit, das geht nicht. Gut zu wissen, dann... So. Anomaly found. Ah, es geht ein bisschen her. Geht doch, passt doch. Welcome back for more of the Mars Vision Song Contest, right here on Mars Vision Radio. Dann könnte ich den hier nach unten holen. And now, the United States of America. So, ja, jetzt sitzen wir. When Apollo 11 landed on the moon in July 1969, Neil Armstrong took a giant leap for mankind and set his feet on the lunar soil for the first time, which profoundly changed in the minds of every single Earthman. However, that landing was nothing like a relaxing walk in the park. The truth is, they nearly crashed. There are plenty of videos about it, so check it out. It's a Michael Jackson was also inspired by Neil's walk, and he went to the dance studio and invented his famous moonwalk dance. Wir haben eine Rakete, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 4 Raketen müsste ich nochmal hochschicken. Machen wir eine Frachtrakete. Wir schicken erstmal das nach oben. Aber da brauchen wir was. Von dem brauchen wir was. Quirky smile goes along with you. Oh, jede Menge Saat, gut. Dann machen wir noch eins mit 5 von dem, 5 von dem, so. Mal schauen. Passt. Research complete. Milestone achieved. Anomaly analyzed. Schmelze Rang ist 33. Das ist gut. Das müssen wir normalerweise theoretisch eigentlich dann Bäume haben. Wahrscheinlich Bäume. Dings Bums da, oder? Nein, immer noch nicht, das gibt's nicht. Was ist das? Hauptsache, wir sahen da unten richtig schön ab hier. Basisreform mit Temperaturreform, Vegetation zur Forschung. Atempare Atmosphäre. Ah, wir haben schon einiges. Wir haben. War eigentlich bis alles bis vor eins. Da sind die ersten Bäume. Wenn das wegkommt, wird es perfekt. Dann ist da. Dann ist es perfekt. So. Gibt es da noch Neues, was man... Ah, noch eine Terraformel. Passt besser jetzt dazu.
sieht aber schick aus eigentlich. So. Giftige Regen, ein Soll. Läuft doch. Hier wird das Saatgut gesammelt, wir noch mal was. Steht es da dran, wie viel man da bekommt? Wir haben die echte das vergessen. Das hat sich. Ja, es ist wie immer. Hey, aber 10,15% nur aufforschen. Läuft. So, haben wir denn da irgendwas zu machen schon? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das geht schnell. Offene Farmfläche eventuell. 10. Riesiger See. Punkt 2. Zeitpunkt 0. Also hier wird es auch, glaube ich, bis tun. Gut ausschauen und. Na, vergiss es. Ah ja. Jetzt weiß ich immer nicht. Speichert das Wasser, Wassererzeugung 20. Ja. Schon heftig, ne? Die Seen verbrauchen ganz schön viel Wasser, ey. Das heißt, ich werde dann langsam anfangen müssen, Vaporatoren irgendwie zu bauen, weil ich muss es mit 20 irgendwie bedecken. Vom die auf Null sind. Ich produziere gerade so viel, wie Wasser verbraucht wird. Ah. Das kann so halt nicht gehen. Hey, wir haben es auch noch geschafft, juhu. Also. So. Lasst mich aber mal raten, wir haben die noch nicht, ne? Wir hatten erst einmal hier, eine Klinik. Das ist die Frage. Archäologie oder eine Klinik? Machen wir ein Wohngebäude, weil da passen 32 rein. Und wir brauchen Abweis. And you're listening to the Mars Vision Song Contest so. With me, Eddie O'Martian. Machen das hier erst einmal. Setz mir das jetzt mal erst auf Pause. Dann hier, das da. Dann machen wir noch mal a statement very much in keeping with the teachings of the Church of the New Ark, which he das kommt hin. Schule kommt hin. Welche Richtung verbreiten wir uns? Solltest du fragen, in welche Richtung wir es verbreiten? Sollen wir da zweimal aufmachen? Dass wir noch einen nach oben fahren? Und da vor oben versuchen, so viel wie möglich Nahrung herzustellen? Und da unten wieder nach. Ja, ich glaube, so machen wir das auch. Das heißt.
Das ist abgebrochen. Lustig.